Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir sind immer noch auf der Suche nach der Hauptmission, wo ich mich ziemlich dumm anstelle, muss ich sagen. Und da ich ja Minecraft im Moment leider online nicht spielen kann, müsste ich es offline spielen und dazu habe ich keine Lust. Und wir werden uns jetzt weiter auf die Suche begeben in Richtung Hauptmission. Ich glaube, wir segeln jetzt einfach mal in die Richtung weiter hier. Wir gehen jetzt einfach mal auf Reisegeschwindigkeit und segeln da weiter. Letzten zwei Parts haben wir es nicht geschafft, die Hauptmission zu erreichen. Und wir segeln genau. Alter. Jedes Mal, Leute, jedes verkackte Mal zeigt es diesen dreckigen Windows-Farbschema an. Ich drehe jetzt extra mal um. Und lasst diesen schönen Gesang mal auf uns wirken. Hey Schiff, ramm uns nicht. So. Ich sehe jetzt mal, warum denn? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Es wäre jetzt extrem cool gewesen, wenn ich einfach mal gegen den Felsen gesehen hätte, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich links oder rechts rumfahren will. Aber naja. Oh, wir sind jetzt auch irgendwas mit 2 Minuten. Dann auf der Uhr hier. Gut, ich segel jetzt mal in der Richtung rum, auch wenn ich glaube ich aus der Richtung komme. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da vorne ist unser Wahl-Durchspringfels. Ja, das ist glaube ich der Wahl-Durchspringfels. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ob da wieder so ein Wahl mit E, mache ich doch mein Fernrohr, ja. Genau. Das ist glaube ich der Wahl-Durchspringfels, ja. Nein, diesmal springt er hier durch. Ach, ich liebe das, Alter. Das ist so verdammt cool. Springt er wieder durch den Fels? Nee. Okay, Wal springt nicht mehr durch Felsen. Schade. Wir werden mal wieder ein bisschen schneller. Ach, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich bin ein Wahnsinns Assassin's Creed-Fan geworden. Ich habe schon immer gern geguckt und so bei Saraza oder so. Und dann habe ich das erste Assassin's Creed, was ich gespielt habe, war dann jetzt das Zweier. Wie heißt es denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch schon richtig gut einfach. Und das nächste dann eben das Vierer. Nein. Nicht deren Ernst. Ach du Scheiße. Wir fahren jetzt einfach mal im großen Bogen rum. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, das Fort platt zu machen. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Uha! Alter, diese Küstenforts immer. Ich könnte aus. Nein! Oha. Kamera durch den Felsen. Ich glaube, wir haben es abgehängt, oder? Ja. Gut. Ein bisschen Schaden haben wir, glaube ich, eingesteckt. Mal schauen. So. Speichern, speichern, speichern. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was ich noch für andere Spiele mal spielen soll. Wenn euch da was Gutes einfällt. Auch gerne Free-to-Play-Games. Spiele ich auch immer richtig sehr gerne. Da könnte ich auch mal was spielen. Oder soll ich mal Counter-Strike? Ich habe auch Counter-Strike Source. Das kann ich auch mal spielen. Oder Battlefield Play for Free. Auch ein richtig. Also dafür, dass Play for Free ist, finde ich das Spiel richtig, richtig gut einfach. Macht richtig viel Spaß. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal was auf der PlayStation spielen. Und. Das muss ich mal schauen. Also da könnt ihr auch natürlich mitentscheiden, was ihr genau sehen wollt. Ich muss um diese große Insel irgendwie rum hier. Naja, okay. Ich kann ja mal kurz hier auf Pause gehen und wo ist denn die Karte?
Nee, die Karte öffne ich, glaube ich, mit Tab, ne? Ja, mit Tab. Okay, ist das... Alter, ist die Insel einfach riesig. Und da hinten ist die Hauptmission. In Nassau müssen wir zurück. Ah, ich kann eine Schnellreise dahin machen. Schnellreise. Bestätigen. Tut mir leid, Leute. Ah, ist das schön. Ich kann ja eine Schnellreise machen. Weil die Insel, die ich da umfahren musste, war echt riesig. Hätte ich nicht gedacht. So. Sodala, sodala. So, in Nassau. Nassau. Noch ein? Ein Rumpflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Ei, wir arbeiten dran. Oh, werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch! Das ist kein Trick, Wayne! Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Ein Plan ist gut. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Gut. Da braut sich was zusammen. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was cool, die Königsauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs! Juckt nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen? Sieh dich um, Mann! Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik! Unsere Idee! Ein freies Land für freie Männer! Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Das ist gerade eine Maus verschwunden. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, nicht Ertrag. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Ja. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft. Aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Das ist eine Idee. Auf die wäre ich jetzt vielleicht auch selber gekommen. Was ist das denn? Mich dünkt der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Patch. Einverstanden. Eine Tauchglocke, das heißt, wir gehen tauchen. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Das heißt, wir gehen jetzt tauchen. Denk daran, Patch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben! So, da sind wir. Neues Missionsziel, eine Tauchglocke kaufen. Geld gesammelt. Ach du Scheiße.